Hallo Freunde, willkommen zurück zu Assassin's Creed 3. Auf geht's in Sequenz Nummer 3. Da steht schon unter Pferdchen. Schnaguliert hier schön das Heu weg. Und wir gehen mal in die Kneipe und trinken mal ein Malzbier. Charles, ist die Frau, die wir suchen, aufgetaucht? Es heißt, dass sie gerade außerhalb der Stadt für Aufruhr sorgt, in einem Dorf namens Lexington. Dann fangen wir dort mit der Suche an. Wir treffen uns da. Okay, dann geht's auf. Ganz schön geschneit hier bei Nacht. Immer die Abkürzung hier. Okay, das ist keine Abkürzung. Gut, Freunde, dann laufen wir mal außen rum. Waisen? Die alten Gangster, ey. Und hier schön die Kohle abrippen. Der hat mich angemacht. Der saß so aggressiv auf der Bank. Oh, was gibt denn hier? Über Hindernisse springen. Geht auch Schafe reiten? Ja, komm. Stell dich so an. Wir wollen reiten. Okay, auf Schafen kann man nicht reiten. Was, eine Katze? Hier gibt es ganz schön viele Katzen scheinbar. Hätte ich gewusst, dass das so weit ist, hätte ich ein Pferd genommen. Kann ich hier vielleicht irgendein Pferd nehmen? Jawohl. Na, der Hammer. Gut. Auf geht's. Wo ist denn hier der zweite Gang? Der reitet so langsam. Das Gefühl, ich war zu Fuß schneller, ne? Aber es kann auch täuschen. Gut, wir reiten erstmal. Vielleicht ist sie auch glatt. Und das Pferd rennt deswegen nicht so schnell. Ja. Wir reiten. Guten Abend. Vorbeigeritten. Ja, das ist ja eine ganz schöne Ecke scheinbar hier, das Dorf. Das geht hier ab. Stehlen. Ach, komm, machen wir mal, wenn ich schon mal hier bin. Mach's gut. Ja, wir reiten immer noch. Und ich weiß gar nicht, wofür die Kohle gut ist, die ich immer schön stehle, was man dafür kaufen kann. Oh, hübsche Vogelscheu hier. So, jetzt scheinen wir in das Gebiet zu kommen hier, wo es interessant wird. So, ich lasse mal das Pferd hier stehen. Oh, jetzt geht's schwimmen. Das war ein kurzer Augenblick. Und jetzt müsste hier irgendwo ein Missionsgeber stehen. Wo ist er? Im Zelt? Hinter der Mauer vielleicht. Ach so, ja, wir reisen.
Gibt es auch eine andere Möglichkeit zu reisen? Ich weiß es gar nicht. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. So, wir reisen ins Grenzland. Oh mein Gott. Nee, wir wollen nicht zurück. Das wäre albern. So, dann wollen wir mal gucken, wie wir hier zu unserem Questgeber kommen. Das Knirschen vom Schnee klingt ja auch sehr cool. Oh, was ist das für eine Ratte? Oh, der Schnee wird höher, dann läuft er auch langsamer. Läuft er ein bisschen, als ob er in die Hose gekackt hätte. Bleiben wir mal auf dem Weg, dann geht's schneller. Das hier muss ja das komische Dorf sein. Okay, jetzt sind wir in Lexington. Müssen wir nur noch die Tante da finden. Wird sich ja scheinbar gut versteckt. Ah, ein bisschen Schnee. Ja, das wird hier aber schlecht mit der Ernte. Das hat aber ganz schön lange gedauert jetzt mit dem Reisen, ne? Muss ich mal sagen, da muss es doch einen Trick geben bestimmt. Und wir sind noch gar nicht da. Oh mein Gott. Über Hindernisse springen, ja. Alles, was ihr jemals brauchen könntet und alles, was ihr noch braucht. Ich werde bekloppt, wir sind gleich da. Da ist er. Yo, da bin ich. Was geht ab? Ja, zieh die Handschuhe an, es ist nicht so kalt. Sie hat ihr Lager nicht weit von hier. Sehr gut. Nun, je eher wir sie finden, desto rascher können wir wieder ins Warme. So, auf das Pferd. Ich habe schlechte Nachrichten, Sir. Ja. Braddock besteht auf meiner Rückkehr in seine Dienste. Oh. Warte um mehr Zeit, doch ohne Erfolg. Ihn ärgert bestimmt noch der Verlust Pitcairns. Ganz zu schweigen von seiner Demütigung. Tut wie verlangt. Ich versuche derweil euch freischwärmen zu lassen. Der Ärger tut mir sehr leid. Nicht eure Schuld. Ja, was, Kollege? Machst du Pause oder was? Wo müssen wir hin? Ich hoffe, er kennt wenigstens den Weg. Zu spät. Das Feuer ist noch nicht lange aus. Die Spuren im Schnee frisch. Sie ist noch nicht weit. Verdammt! Diese Spuren sind frisch. Es müssen ihre sein. Sie hat die mysteriöse Frau. Aus dem Schnee heraus. Okay, hier können wir nicht mal hochspringen. Mann, ey, kann er nicht einfach in die Kneipe gehen und eine abschleppen? Warum müssen wir hier so eine alte in den Bergen klar machen? Das schon? Da ist er, die alte Biatch. Wartet hier.
Warte, komm zurück! Kehr zurück zu Braddock, Charles, bevor er Verdacht schöpft. Jetzt gibt's auch eine Verfolgungsjagd. Kein Aber. Geht! Lauf nicht weg! Ich muss mit dir reden! Ich bin nicht dein Feind! Okay, ich dachte, es geht schneller bitte über die Bäume. Hör mir doch zu! Oh mein Gott, Vibe, so lass mich doch sprechen! Genug von diesem Spielchen! Ich muss dringend mit dir sprechen! Oh, der ist schlecht drauf. Ah, es klickt am Event, Kollegen. Wer kann das denn ahnen? Ja, Freunde, das sieht schlecht aus. Ich sag erstmal Tschüss und bis bald.